Es sind Bilder, bei denen es einem den Magen umdreht. Schweine, die mit Elektroschockgeräten in den Schlachtraum getrieben werden, minutenlang im Todeskampf. Das Fleisch landet auf unseren Tellern, denn die Bilder stammen aus 20 österreichischen Schlachthöfen. Die von Tierschützern heimlich gefilmten Aufnahmen zeigen Wirkung. Es gibt 18 Anzeigen wegen Tierquälerei oder wegen Verstoßes gegen die Schlachtordnung. Doch was kann der Einzelne gegen dieses Quälen tun? Wie rechtfertigen sich die Betreiber der Schlachthöfe und essen wir eigentlich die Angst beim Quälfleisch mit? Diesen Fragen gehen Rike Fochler, Andrea Poschmeier und Oliver Rubenthaler nach. In vielen Betrieben ist einfach ständig und ununterbrochen Tierquälerei vom Morgen bis zum Abend. Wie kann es sein, dass diese Tierquälerei in so vielen Schlachthäusern passiert? Wo ist die Kontrolle? Wo ist da jemand, der von der Behörde auch sagt, so kann es nicht weitergehen? Pressekonferenz des Vereins gegen Tierfabriken am vergangenen Donnerstag in Linz. In 20 österreichischen Schlachthöfen wurde verdeckt gefilmt, in den meisten Fällen ein oder zwei Tage lang. Bis auf einen wurden alle Schlachthöfe angezeigt. Die Vorwürfe, Tierquälerei und Verstöße gegen die Tierschutzschlachtverordnung. Für David Richter ist das ein Skandal. Wir haben auch Rückmeldungen von den Behörden zum Beispiel, aber auch von Schlachthöfen, wo es ein Einsehen gibt, wo es Bekundungen gibt, dass es Verbesserungen geben muss. Und zwar schon teilweise gegeben hat. Es gibt Krisenstäbe, die eingerichtet wurden. Also es ist ganz klar, dass es sich wirklich um einen Skandal handelt. In Österreichs Schlachthöfen werden pro Jahr 80 Millionen Tiere getötet. 700.000 Rinder, 5,5 Millionen Schweine, 77 Millionen Hühner und anderes Geflügel. Auch ganz legal, wie hier. Tierschützer fordern, dass Schlachthöfe Fenster statt Mauern haben sollten. Das gibt es aber nicht. Und manchmal wären selbst die dicksten Mauern noch nicht dick genug. So um 5 Uhr in der Früh bin ich durch das Schreien der Schweine munter geworden. Und diese Angstschreie, die die Tiere gehabt haben, und das war subjektiv für mich die Empfindung, dass das jeden Tag war. Also, und begleitet mit dem Geräusch, dass der dumpfe Knall wie halt ein Schuss, dass die Schreie immer leiser werden. Es ist immer so ein Dumm und dann wieder Dumm. Petra Kronlechner wohnt in der Nähe des Schlachthofes in Klagenfurt und arbeitet zu Hause. Wenn sie Fleisch sieht, hört sie innerlich das Schreien des Schlachtviehs, sagt sie. Frau Kronlechner hat eine Nachbarin unterstützt, die mit einer Unterschriftenliste auf Missstände im Schlachthof aufmerksam machen wollte. Ich wollte schon mein Haus verkaufen und gehen. Ich habe das nicht mehr ertragen. Die Schreie der Tiere waren wirklich so, also die Schweine haben geschrien wie am Spieß. Schweine, denen mit Elektroschockgeräten ins Gesicht geschockt wird, weil sie nicht weitergehen wollen, obwohl das verboten ist. So lange, bis das Tier zusammenbricht. Die Szenen im Schlachthof von Klagenfurt gehören zu den brutalsten, die vom Verein gegen Tierfabriken ausgewertet worden sind. Von den Zuständen im Inneren des Schlachthofes wusste Christine Siegel im vergangenen Jahr noch nichts. Ich würde sagen, dass die Behörden meiner Meinung nach weggesehen haben. Ich habe die Meldung gemacht drinnen beim Magistrat. Ich habe mehrfach angerufen, dass ich mit eigenen Augen gesehen habe, wie Tiere angeliefert worden sind, bei der Anlieferung getreten, geschlagen worden sind, verletzte Tiere. Und wir haben Gesetze in Österreich. Und diese Gesetze besagen, dass das ein absolutes No-Go ist. Das kann man nicht machen, auch wenn es Schlachttiere sind. Wir haben bei der Firma Stürzenbecher, die vom Amtstierarzt bereits mehrmals angezeigt wurde, um ein Interview gebeten. Das wollte man uns vor Ort nicht geben. Schriftlich teilte man uns mit: Szenen wie in den Videoaufnahmen dürfen nicht mehr vorkommen. Deshalb wird es vermehrt Kontrollen, bauliche Maßnahmen zur Verhinderung von Gedrängel unter den Tieren, Mitarbeiterschulungen und eine permanente Videoüberwachung in Echtzeit geben. Wir treffen einen der Tierrechtsaktivisten, die die Videos produziert haben. Er möchte unerkannt bleiben, weil er damit gegen das Gesetz verstoßen hat.
In dem Fall haben wir erfahren, dass hier im Schlachthof Gesetzesübertretungen stattfinden sollen. Und da bin ich neugierig geworden. Und es war eine Tür offen. Und plötzlich steht man drinnen. Und dann habe ich Kameras montiert. Von ihren Coups sollen keine Spuren zurückbleiben, erzählt der Aktivist. Bei ihren Aktionen tragen sie sogar Hygieneüberzüge für Schuhe und Haar. Sie wollen nicht für einen Hygieneskandal verantwortlich sein, sondern für die Aufdeckung eines Tierschutzskandals. Der Aktivist ist sich bewusst, dass vieles, was man dort sieht, gesetzlich erlaubt ist. Er will aber die Werbeillusion zerstören, die um Fleisch aufgebaut wurde. Es wird ja den Menschen suggeriert, österreichische Tiere, denen geht's gut. Die fallen tot um oder werden zu Tode gestreichelt oder liebkost. Aber dieses ganze Elend, dieser normale Wahnsinn wird ausgeblendet. Burgau in der Oststeiermark ist das Zuhause von 400 Sonnenschweinen. Auch sie sollen eines Tages geschlachtet werden, aber bis dahin sollen sie ein saugutes Leben haben. 1999 hat Norbert Hackel den konventionellen Rindermastbetrieb seiner Eltern übernommen und ihn seither schrittweise auf biologische Freilandschweinezucht umgestellt. Geht's dem Tier gut, geht's dem Bauern gut. 25 Hektar Wiesen, Felder und Gehege. Hier können Schweineväter, Mütter und Kinder nach Lust und Laune schweinigeln. Der unterste Level ist das Ausleben der Grundbedürfnisse. Also galoppieren, suhlen, wühlen in einer Erde. Geburtsnest bauen, wie man das sieht, das sind Grundbedürfnisse für das Schwein, damit sie sich glücklich fühlen. Die Ferkel bleiben 6 bis 8 Wochen bei der Mutter und danach ein Jahr auf der Weide. Die Sonnenschweine bekommen ausschließlich biologisch angebautes Futter. Durch die ständige Bewegung brauchen sie doppelt so lange wie ein Mastschwein, bis sie das Schlachtgewicht erreicht haben. In dieser Haltungsform darf man niemals das Geld in den Vordergrund stellen. Man wird sicher nicht finanziell reich. Man kann leben, einigermaßen, aber der Reichtum kommt woanders her. Das ist eine persönliche Genugtuung. Die Schlachtung ist Norbert Hackel ein besonderes Anliegen. Er will seinen Tieren nach einem stressfreien, glücklichen Leben auch ein angstfreies Ende ermöglichen. Deswegen hat er ein Schlachthaus direkt auf der Weide gebaut. Sie sind ja schon tagelang vorher auf dieser Weide und kennen diese Umgebung. Liegen da, fressen da, trinken da. Und genau in dieser gewohnten Umgebung werden sie da auch angstfrei und stressfrei betäubt. Also es funktioniert eigentlich so, dass wir die Tiere da dann herausfüttern und hier in diesem vorderen Bereich mit der elektrischen Zange niederlegen, betäuben. Die anderen fressen weiter, das Tier wird 20 Sekunden lang betäubt, kommt dann da mit dem Aufzug hinein und das Tor wird dann geschlossen, wird dann im hygienisch sauberen Bereich entblutet. Therese Rathmanner ist Ernährungswissenschaftlerin. Artgerechte Tierhaltung und stressfreie Schlachtung sind für sie ein Muss, auch aus Gründen des guten Geschmacks. Man isst die Angst schon mit, insofern, als sich's im Geschmack niederschlagen kann. Also Fleisch von einem Tier, das Stress vor oder während der Schlachtung erfahren hat, das reift schlechter, reift langsamer, wird, um es ganz konkret zu sagen, es wird trockener, es wird zäher, leimiger, sagt man in der Fachsprache. Also insofern stimmt es schon, dass man die Angst mit isst. Man schmeckt es, man merkt es im Geschmack des Fleisches. Der allergrößte Teil der Tierschlachtungen in Österreich findet in großen Schlachthöfen statt. Rechtlich einwandfrei, alle Gesetze werden eingehalten. Bauern, die auf ihren eigenen Höfen schlachten möchten, wird das per Gesetz erschwert oder unmöglich gemacht. Die Zentralisierung der Schlachthöfe, in denen täglich tausende Tiere getötet und verarbeitet werden, führe zu einem Spannungsfeld zwischen strengen Auflagen, zu Zeitnot und Preisdruck, erzählt uns die zuständige Gewerkschaft. Schlachthofarbeiter bekommen all das zu spüren. Der Rechtsanwalt Peter Vogel hat ungarische Wanderarbeiter vertreten, die als Fleischverarbeiter unter diesem Spannungsfeld gelitten haben. Entlohnt hat man sie nach verarbeiteten Kilos und nicht nach geleisteten Arbeitsstunden, sagt er. Es sind Methoden, die der Anwalt bereits mehrfach angezeigt hat. Ein Akkordsystem bei der Zerlegung von Tieren
möglicherweise bei der Schlachtung von Tieren, führt natürlich zu einem Druck auf den einzelnen Arbeitnehmer, der nach Kilogramm, nach zerlegtem Stück bezahlt wird und der, um den kollektivvertraglichen Mindestlohn überhaupt zu erreichen, dann entsprechend schnell arbeiten muss. Dokumente belegen, dass seitens der betroffenen Firma Steirer Fleisch per Kilogramm abgerechnet worden ist. Zu einer Verurteilung kam es bis heute aber nicht. Den Arbeitern wurde ein außergerichtlicher Vergleich angeboten. Das Geld haben sie angenommen. Ich habe Fälle dokumentiert, dass Arbeitnehmer gegen diese Art der Bezahlung, natürlich insbesondere gegen die niedrige Höhe, bei Steirer Fleisch reklamiert haben. Diese wurden gekündigt. Der Chef dieser Firma spricht mit uns. Arbeiter würden durch die leistungsabhängige Entlohnung sogar weit über den kollektivvertraglichen Lohn kommen. Eine Bezahlung nach Fleischgewicht sei üblich und rechtskonform. Die Bezahlung mit dem Umgang und der Umgang der Tiere hat, glaube ich, keinen direkten Zusammenhang. Denn wenn man mit Tieren arbeitet, muss man grundsätzlich einmal ein sehr großes Bewusstsein und eine sehr große Liebe zu Tieren haben. Ansonsten arbeitet jemand nicht über Jahre oder Jahrzehnte mit lebenden Tieren. Im Betrieb von Steirer Fleisch wird mit Schlägen angetrieben und mit Elektroschockgeräten gearbeitet. Wie in anderen Betrieben auch. Eine Szene aber verstört. Ein Mitarbeiter wirft eine brennende Zigarette auf die Tiere. Die Videos haben uns sicher dazu geführt oder verleitet, dass wir hier noch intensiver und noch genauer unsere Aufgaben wahrnehmen. Schauen Sie, wir verbringen unsere gesamte Arbeitszeit mit der Gewinnung von hochwertigen Lebensmitteln. Und was für mich und auch für meinen Mann und für alle anderen Branchenkollegen schon wirklich emotional sehr belastend ist, ist, dass wir bis jetzt keine Plattform bekommen haben, das so darzustellen, wie wir das sehen. Wenn man Fleisch konsumieren und essen will, und Gott sei Dank wollen das eine große Mehrheit der Österreicher, dann gehört der Prozess der Schlachtung und der Tötung zur Fleischgewinnung ganz einfach dazu. Damit der Schlachtprozess sich ändert, darf es Billigfleisch als Lockangebote im Supermarkt nicht mehr geben, sagt Expertin Therese Rathmanner. Fleisch ist einfach ein Lebensmittel, das wertvoll ist. In jedem Kilo Fleisch stecken bis zu 10 Kilo Futtermittel drinnen. Im Fleisch steckt jede Menge Arbeit drinnen. Auch hier sind Menschen am Werk und meiner Meinung nach ist ein so niedriger Preis fürs Fleisch respektlos sowohl dem Tier als auch den Menschen gegenüber, die im Herstellungsprozess involviert waren. Das sollte einfach nicht sein und ist auch unserer aufgeklärten Wohlstandsgesellschaft nicht würdig. Manche Schlachthäuser töten durchschnittlich 250 Schweine pro Stunde. So viele schlachtet Norbert Hackl gerade in einem halben Jahr. Dafür mit viel Ruhe und Wertschätzung in seinem Weideschlachthaus auf dem Biohof La Bonca. Die Finanzierung des Weideschlachthauses war eine Herausforderung. Doch Herr Hackl hatte eine Idee. Seine Kunden können sich mit einem Genussschein über 1.000 Euro an dem Betrieb beteiligen. Dafür bekommen sie über 10 Jahre verteilt La Bonca-Produkte im Wert von 1.300 Euro zurück. Diese Produkte kreiert der gelernte Fleischhauer Erwin Stockreiter. Auch er hat früher in einem traditionellen Betrieb gearbeitet. Ja, ich war 25 Jahre in einem großen Fleischbetrieb, Salamibetrieb. Aber das ist für mich dann einfach nicht mehr gewesen. Das ist, da fahren einfach nur die Sattelschlepper mit dem Fleisch zu und riesige Mengen, was zum Produzieren sind. Da ist handwerklich für mich nichts mehr, nichts Kreatives mehr dahinter. Da ist man so einzwängt, jeden Punkt für Punkt, was zum Tun ist. Herr Stockreiter liebt sein Handwerk. Er arbeitet hingebungsvoll und auf traditionelle Weise mit natürlichen Gewürzen, ganz ohne künstliche Hilfsmittel. Ja, die Lieblingsprodukte sind die Rohwürste, die Salamis. Vielleicht, weil ich in der Lehrzeit in einem Betrieb war, der Salamis gemacht hat, das habe ich so mitgekriegt. Und das passt zu meinem Typ dazu, ich bin mehr langsam, mehr ruhig. Und die Salamis brauchen auch Zeit, Ruhe. Und das ist, wir passen einfach zusammen. In Burgau gehört zum Biohof La Bonca auch der Bio-Feinkostladen. Hier, aber auch online, gibt's alle Produkte vom Sonnenschwein.
Für Norbert Hackl ist der Preis seiner Produkte nicht teuer, sondern wertangepasst. Auch er hofft auf ein Umdenken der Konsumenten. Das ist kein Produkt für die Elite, sondern das ist ein Produkt für die Leute, die sagen, weniger ist mehr. Das Schnitzel nicht über den Tellerrand hinaus, sondern deutlich kleiner am Teller. Und das ist eigentlich der Schlüssel eigentlich zu diesem Erfolg, dass wir viele, viele Kunden haben aus allen Schichten. Genussscheinkunden, aber auch Nicht-Genussscheinkunden aus allen Schichten, die sich eben diese Art von Landwirtschaft vorstellen und das sich leisten und nur so viel eben Fleisch essen, wie sie sich halt leisten können. Ob dieses Modell Zukunft hat, entscheidet ganz allein der Konsument. Wenn er ja sagt, das möchte ich, dann wird es viele La Banca-Betriebe geben in ganz Österreich.